Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Im heutigen Video machen wir dieses Projekt. Es ist tatsächlich super simpel. Also es ist aquarellisiert hier hinten, aber es geht ganz easy, weil da muss man einfach nur das Stück anmalen. Man muss noch nicht mal in irgendwelchen Linien bleiben und es ist durchaus gedacht, dass sich die Farben vermischen. Ist also super einfach gemacht und die Karte ist ganz schnell voll. Also man muss hier kaum was machen. Das eignet sich also super, wenn man ein paar mehr machen möchte. Genau. Und wie die gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Zuerst zur Statistik, bevor ich die mal wieder vergesse. Es ist ein Kunstlevel von 1, würde ich sagen. Oder wir können eigentlich auf 2 gehen, weil es ist was gemacht, aber es ist nicht schwer. Also gehen wir mal auf 2. Es ist ein Techniklevel von 1, bewegen tut sich hier nämlich nichts. Und es ist ein Budgetlevel von 2. Ich habe es jetzt auf 2 gesetzt. Es sind 2 verschiedene Produktpakete drin, aber ihr habt ja bestimmt auch Vergleichliches. Also hier Gestrüpp im Hintergrund und so ein Banner oder generell ein Spruch, was ihr möchtet. Das findet sich auch so in eurem Vorrat. Genau. Also ich benutze jetzt 2 aktuelle verschiedene Produktpakete, aber ihr nehmt einfach, was ihr auch immer ihr findet. Okay, zuerst ändere ich mal die Unterlage, das habe ich mir nämlich hier schon zurechtgelegt. Wir arbeiten nämlich jetzt mit Aquarell und viel Wasser und dann versaue ich mir nicht mein Papier so ganz doll, weil ich möchte da ordentlich drüber gehen. Hier habe ich mit Grüntönen gearbeitet. Ich sage auch einfach mal direkt, welche Töne das sind, falls ihr das nachbasteln wollt, so wie es ist. Also der Hauptton, an dem ich mich orientiert habe, ist Celadon. Da ist auch der Banner nachher drin gestempelt. Und dann habe ich noch 3 ergänzende Töne gemacht. Lindgrün, für eben ein bisschen einen helleren Grün. Dann Lodengrün, das ist eine Partnerfarbe von dem Celadon, einfach ein Tick dunkler. Und dann, um noch einen anderen Farbton reinzukriegen, damit das alles ein bisschen frischer wird, habe ich Gartengrün genommen. Ich habe tatsächlich ewig lang kein Gartengrün mehr benutzt, aber es gefällt mir richtig gut. Zum Beispiel dieser hier, der ist in Gartengrün. Also es zieht es einfach ein bisschen zusammen und ist nochmal ein richtig schönes, frisches Grün, aber eben nicht ganz so krachig wie jetzt Papageiengrün oder so. Ja, also fand ich eine schöne Ergänzung. Das sind die 4 Farben, mit denen die grüne Reihe gebastelt ist. Und ich wollte das eigentlich ergänzen mit eben noch ein bisschen Gestrüpp in Rot zum Beispiel, aber das hat sich dann gar nicht ergeben und hat keinen Platz mehr gefunden. Und dann habe ich die Karte meiner Mama gezeigt und wie immer, das wisst ihr auch, wollte Mama sie nochmal in ihrem Blau haben und ihr Blau sind ja immer eine von diesen 4 Tönen und deswegen basteln wir einfach mit den Tönen alle übereinander und dann passt das. Also es ist Aquamarin, das wird auch hier wieder die prominenteste Farbe, auch für den Banner. Jade, Bermuda Blau und Minzmakrone, ja, also alles so aquatische, bläuliche Töne. Beziehungsweise das Minzmakrone ist schon fast ein grünlicher Ton. Ja, genau. Also da gehen wir auf jeden Fall hin. So, und dann zeige ich euch, was wir jetzt noch brauchen. Wir brauchen noch eine Kartenbasis. Die habe ich diesmal in Vanille geschnitten. Auf dem Grün will ich auf jeden Fall Vanille basteln. Ihr könnt aber auch in Weiß basteln, wenn ihr das möchtet. Gerade zu dem bläulichen Einstich würde das super passen. Aber ich probiere es jetzt auch nochmal in Vanille und schaue, wie es rauskommt. Genau. Aber bei dem Blau kann man Vanille oder Weiß sehen. Das sähe beides gut aus. Aber nachdem da so viel freie Fläche ist, ist mir da Vanille fast schon ein bisschen lieber, weil das ein bisschen freundlicher aussieht. So, das lege ich zur Seite. Das besprenkeln wir nämlich gleich noch. Und dann kommt hier auch schon das Gestrüpp. Also ich zeige erstmal das Produktpaket, aus dem das Gestrüpp ist. Und zwar ist das Set Fröhliche Weihnachtszeit. Das sieht so aus. Also im Stempelset sind auch, ist noch ein Weihnachtsstern drin und so Stechpalmenblätter und gerne noch Gestrüpp und eben sehr schöne Sprüche. Die gefallen mir auch super gut. Und in den Stanzformen, das sind sogar sehr viele, haben wir hier 2 verschiedene Teile und bei den Stanzformen ist auch gleich eine Prägeform dabei, deswegen ist das Produktpaket ein bisschen teurer, weil man eben Stempelset, Stanzform und den Embossing-Folder auf einmal bekommt. Also das ist im Prinzip eine ganz normale 3D-Prägeform, könnt ihr einfach so benutzen, wie es ist, aber man kann auch diese Stanzform hier reinlegen, das slottet hier so rein, dann kann man das prägen und dann, wenn man das mit dem Papier durchprägt, dann prägt und stanzt einem das in einen Rutsch aus. Das sieht dann so aus. Also dann hat man hier eben diese geprägte Kante und es ist direkt einmal rundherum ausgestanzt. Das ist super praktisch, gerade wenn man ein paar mehr machen möchte. Was übrigens auch reinslottet, was ich rausgefunden habe, dieses Stickrechteck, das rastet hier innen auch ein. Könnte man auch machen, aber ich habe es jetzt nie innen ausgestanzt, sondern immer extra und dann oben drauf gesetzt. Deswegen habe ich das nicht benutzt. Genau. Also das ist die Option. So kann man das auf einmal machen. Die ganzen anderen Teile sind hier entweder nur zur Deko oder für die Stempelmotive zum Ausstanzen. Und wir haben hier noch einen detaillierten Blumen- oder Gestrüppstempel, eine Kontur. Denn man kann auch, wenn man möchte, zuerst ausstanzen mit dem detaillierten und es dann reinlegen und prägen und dann wird es so. Dann ist es eben noch ein bisschen detaillierter, was ihr kennt mich natürlich noch ein bisschen schöner ist, weil das ein bisschen filigraner ist, wobei es sich auf dem Hintergrund fast nicht abhebt. Das heißt, ihr könnt quasi selber überlegen, ob ihr die Quick and Easy Variante haben wollt. Wenn man eben wirklich 20 Stück von denen macht, ist das vielleicht einfacher. Aber wenn ihr die Zeit nehmt und euch nur 2, 3 macht, dann kann man es eben auch vorher ausstanzen und dann so durchkurbeln.
dann hat man eben das Filigranere. Geht aber halt nicht auf einmal, weil die Stanzform nicht gleichzeitig so fein stanzen und prägen kann. Genau, also das sind die beiden Unterschiede. Genau, das lasse ich einmal liegen. Das ist das Stück in Vanille übrigens, damit ihr mal den Farbunterschied seht. Und wir basteln ihn nochmal im anderen Papier, und zwar in Seidenglanz. Das hat, das ist vom Farbton her genau in der Mitte, was schwierig ist, weil dann darf man weder zu viel mit Weiß noch mit Vanille basteln, weil sich die untereinander ein bisschen beißen. Aber wir kolorieren das sowieso und dann sieht man den Grundfarbton sowieso nicht mehr. Und dann kann man es zu Weiß oder zu Vanille benutzen. Der Vorteil ist nämlich an, das hat eine Beschichtung und dann ist es deutlich wasserresistenter als die beiden hier an sich. Und dann kann man damit öfter drüber gehen und ein bisschen rumsauen und das macht nichts. Und jetzt hole ich mal mein Handy und ich hoffe, das kommt raus. Ja, ich muss einfach nur hoffen, dass man es in der Kamera sieht. Da ist ein ganz leichter Funkelschimmer drüber. Der kommt aber in Kameras nie gut raus. Den habe ich noch nie in einem Video gescheit gesehen. Im Zweifelsfall müsst ihr es mal ausprobieren. Das ist ziemlich cool. Ist eben so ein ganz dezenter Funkelschimmer, der auf dem Papier drauf ist und das einfach ein bisschen, ja, funkeln lässt. Sieht total gut aus. Man muss eben aufpassen mit dem Farbton. Also wenn ihr das auf einer Front benutzt und man davon was sieht, dann auf jeden Fall alle anderen Elemente, wenn ihr einen Gruß oder ein Etikett oder was auch immer noch aufsetzt, auch aus dem Farbton, sonst beißt sich das. Und dieser Funkelschimmer, der kommt durch, auch wenn man mit Aquarell drüber malt oder auch mit Stampin' Blends, den sieht man tatsächlich durch. Deswegen funkelt hier das Gestrüpp. Das ist auch mit ein Grund, warum ich das hier ausgewählt habe. Gut, und dann prägen wir das einmal zusammen, damit ihr das auch geht, aber das funktioniert so, wie man sich das gedacht hätte. Also ich habe es ja zuerst ausgestanzt mit dieser detailreichen Stanzform und dann packe ich das hier einfach rein. Ich lege das unten dran. Ich schaue, dass hier diese ründlichen Blätter, diese und hier unten, dass die einfach genau in ihren Aussparungen sitzen, wo die nachher rein sollen. Die sind nämlich am einfachsten auszurichten und der ganze Rest legt sich dann von alleine in die richtige Position. Dann vorsichtig zuklappen. So, das ist eine 3D-Prägeform. Ich habe mir da einen blauen Sticker drauf gemacht, dass ich das nicht vergesse. Dann schnappe ich mir meine Stanz- und Prägemaschine. Und das Sandwich ist die Grundplatte, die Basisplatte, das ist die gelbe. Dann die Prägeform obendrauf und dann die Spezialplatte, das ist die blaue. Und dann durchkurbeln. So, einmal wegräumen. Ich habe hier keinen Platz. Und dann hat man das Stück eben geprägt und sieht so aus. Ist super cool, ganz easy. Also es ist nicht schwer, das ohne zu prägen. Ist halt ein bisschen praktischer, wenn es auf einmal direkt stanzt. Aber so ist es ein bisschen schöner. Ich finde es cool, dass wir eben die Option haben, das eine oder das andere auszustanzen. Gut, und ich habe tatsächlich zuerst geprägt und koloriert es dann, damit die Farbe richtig schöner in die geprägten Sachen reinsinken kann und das Ganze noch tiefer und schöner koloriert. So, das Set hier tue ich mal zur Seite. Das brauche ich gleich nochmal. Und wir fangen an mit Kolorieren. Ich öffne mir einfach mal alle Stempelkissen. Und zwar drücke ich die in der Mitte gut zusammen mit ordentlich Druck. Das macht die Stempelkissen nicht kaputt, keine Angst. Dann lege ich mir die einfach mal geöffnet alle hier oben hin. Also wir haben zuerst das Aquamarin. Dann haben wir das Minzmakrone. Das lege ich mal ganz nach rechts, weil das so ein bisschen ein grünlicherer Ton ist, der eben noch für den Unterton verantwortlich wird. Das Jade ist ein bisschen dunkler als das Aquamarin. Und das Bermuda-Blau ist die dunkelste Farbe, die ist natürlich dann mit Vorsicht zu genießen. Dann schnappe ich mir noch mein Aquarellhandtuch. Und da kann ich dann immer nämlich meinen Pinsel auswaschen oder abstreifen. So, und dann nehme ich mir meinen Aquapainter. Ihr könnt auch einen ganz normalen Pinsel nehmen. Der Aquapainter hat einfach den Vorteil, es ist wie ein Pinsel, den man halt nicht nass machen muss. So, und dann gehe ich einfach drüber. Ich fange mal an mit dem Minzmakrone und nehme das nur... Nicht Minzmakrone, das ist jetzt Aquamarin. Und nehme das nur ganz zart und fange mal einfach an, über so ein paar Blätter drüber zu gehen. Und wichtig ist, wo auch immer ihr nach innen zieht, die Farbe eben bis nach innen zu machen. Also ganz innen ist es überdeckt, aber es ist noch so ein halber Zentimeter Rand oder so, den man sieht. Und das wäre schade, wenn der eben in diesem Farbton ist, der nicht zum Rest passt. Deswegen koloriert immer schön mit nach innen rein. Genau. Und dann fange ich einfach mal an, irgendwelche von diesen Sträuchern, von dem Gestrüpp hier zu kolorieren. Das wird nachher sowieso alles durcheinander geschmissen, weil wir in... damit es ein bisschen realistischer aussieht, in alle möglichen Teile einen anderen Unterton reinbringen wollen. Und genau deswegen vermischen sich die Farben nachher sowieso. So, alles schön einstupfen und immer eben ein bisschen weiter in die Mitte malen. So, hier das auch noch. Dann mache ich doch gerade mal mit dem allerdunkelsten weiter. Da überlege ich mir, was könnte denn dunkel sein. Zum Beispiel hier dieses Gestrüpp sieht aus, als könnte das ein bisschen dunkler sein. Das hier ist auch der bläulichste von den Tönen. So, das heißt, ich nehme das wirklich nur dezent
und mal da so einen Unterton rein und überkoloriere das dann nachher einfach mit irgendwas, was mir anders gefällt. Zum Beispiel hier sieht man, mit dem Aquamarin zusammen möchte ich das dann eben wieder ein bisschen mehr aquatischer und geht einen Tick zurück von dem ganz Blauen, was wir ursprünglich da drin hatten. Weil zu blau möchte ich nicht, dass mein Gestrüpp wird. Also aquatisch finde ich, sieht Gestrüpp super aus, aber zu blau soll es dann nicht werden. So. Das bedeutet im Prinzip, ich male die Gestrüppteile alle einzeln an und gucke, dass die alle quasi ihre eigene Farbe bekommen, aber innerhalb von dem Gestrüpp mische ich die Farben, damit die an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Untertöne reinbekommen. Genau, damit mehr Variation und ein bisschen mehr Leben reinkommt. Dementsprechend hätte man das Papier auch im Vorhinein anmalen können, aber dann wird es mir ein bisschen zu durcheinander, weil dann die verschiedenen Pflanzen nicht so gut abgegrenzt werden und dann eben zu viele Farben in den gleichen Gestrüpp wiederkommen. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, es ist verständlich, was ich sagen möchte. Weil einfach die Grenzen zwischen den verschiedenen Arten nicht so gut rauskommen. Und ich möchte ja, dass man die Pflanzen tatsächlich noch voneinander unterscheiden kann, auch wenn sich die Farbtöne ein bisschen mischen. So, dann male ich mal hier. Guck eben, dass nicht zu oft die gleichen Farben nebeneinander sind. Mal hier schön ein bisschen die Mitte rein. Meins wird jetzt sogar eine sehr gesunde Mischung aus so aquatischen Tönen und hier dem reinen Grün. So, und dann, ja, da habe ich glaube ich noch gar nicht gemalt. Bisschen nasser. Und da kann man eben ruhig auch mit ordentlich Wasser drauf gehen. Dem Seidenglanz eben macht das nichts. Wenn ihr das mit einem ganz normalen Grundweiß bastelt, dann müsst ihr eben aufpassen, das nicht zu überschwemmen. Das mag das Grundweiß nicht. Aber wenn ihr mit dem Seidenglanz arbeitet, dann könnt ihr da ruhig draufhauen. Das ist alles völlig in Ordnung. So, und dann gucke ich mal, zum Beispiel hier, das kriegt einfach noch an der Seite, oder da kann ich sogar mit dem Dunklen reingehen, das heißt, diese Blätter bekommen an dieser Kante hier ein bisschen mehr Blau. Das können wir nochmal irgendwo machen, zum Beispiel hier unten, die bekommen einfach da so einen blauen Unterton reingetupft. Und dafür kriegt das hier oben zum Beispiel noch mehr von dem Grün, dass das wieder zurückkommt Richtung Ecke Grün. So, dafür kriegt das hier drüben noch mehr von dem Aquamarin. Genau, und ihr könnt natürlich spielen mit der Intensität der Farbe, also wie viel ihr drauf knallt. So kann man auch Abstufungen machen und natürlich, indem ihr die Farbtöne ineinander mischt. Richtig. Je trockener es ist, desto intensiver wird die Farbe. Das sollte eigentlich auch klar sein. Das heißt, ich arbeite jetzt mit viel Wasser. Das heißt, die Farben werden sehr schnell sehr dezent. Aber wenn ihr es ein bisschen doller haben wollt, dann könnt ihr eben auch einfach mal ein bisschen von dem Wasser abstupfen und dann mal nur drüber gehen und dann wird es ein bisschen krachiger. So, jetzt kann ich mal gucken. Hier drüben kann noch ein bisschen von dem Aquamarin rein. So, und jetzt passt es eigentlich schon fast. Wo will ich noch zwingend was haben? Hier vielleicht noch so ein Hauch Blau. Und da oben muss noch ein bisschen Grün rein. Also pur, das Bermuda-Blau ist mir zu blau und pur, das Minzmarkone ist mir zu grün. Die beiden sind genau in der Mitte, das heißt, ich gucke einfach, dass es überall sich so ein bisschen mischt. Dann haben wir weder ganz klare Grün noch klare Blautöne, sondern wirklich alles schön so aquatisch direkt in der Mitte. Genau. Und am besten zum Unterton reintupfen sind natürlich die beiden Extremer, also unser Blau und unser Grün. Genau, aber das könnt ihr in allen Farbkombinationen machen, wie ihr wollt. Ich sehe zum Beispiel meine Upline, das ist Basteln in Pink. Das sieht bestimmt auch ganz toll aus, wenn man hier einfach verschiedene warme Pink- und Magenta-Töne ineinander mischt. Auch cool. So, das ist das fürs Erste. Jetzt lege ich das mal zur Seite, um zum Trocknen. Das hier wische ich mir einmal ein bisschen ab. Hier, nur vorsichtig, wir wollen ja nicht die Prägung wieder rausdrücken. Gut, das kommt mal zur Seite, in der Hoffnung, das trocknet, bis ich es brauche. Und dann nehme ich nochmal die Kartenbasis, weil die ein bisschen nackig ist, wird die ein bisschen bespritzt. Das heißt, meine Feature-Farbe, die ich ursprünglich haben wollte, ist das Aquamarin. Ihr könnt übrigens, wenn das einfach nur noch ein Pool voll Wasser ist, könnt ihr das mit dem Tempotaschentuch einfach rauswischen und dann drücken. Ich würde aber immer wischen und dann drücken, weil sonst drückt ihr euch einfach der Pool Wasser, der da drin ist, oben ins Stempelkissen rein. Hier sieht man übrigens Spuren, ich habe das erst nachgefüllt. Genau, also nicht so viel Wasser da oben reindrücken, sonst verwässert es einfach eure Farbe und das wäre schade. So, das heißt, ich nehme jetzt mein Falzbein und ein bisschen Aquamarin und ich klopfe hier einfach ein bisschen drauf. Man sollte das natürlich eigentlich alles zumachen und man muss schauen, dass nichts von irgendwelchen anderen Projekten rumliegt, sonst saut es einem das eventuell ein und das wäre natürlich super schade. So, eigentlich wollte ich noch eine zweite Farbe machen, wobei mir die jetzt ziemlich gut gefallen, aber vielleicht nehme ich das ganz helle Grün. Wo ist mein Handtuch? Da. Dann mache ich die mal alle zu. So, das ist mir zu blau. Dann nehmen wir tatsächlich hier das Grün
und nehmen da auch nur so ein bisschen dezent, dass es nicht eben zu grün wird. Und klopfen hier noch ein bisschen drauf und dann kriegen wir noch einen anderen Farbton zwischen rein. Und ihr seht, ich fokussiere mich hier auf eine Diagonale. Einfach nur da ist der Effekt am allerstärksten. Das bringt ein bisschen Struktur rein und dann ist es nicht ganz so super durcheinander. Okay, hier einfach draufdrücken und Wasser rauskommen lassen, aufstreichen, bis das Ding wieder farblos ist. Und dann, wenn man den Deckel nicht verlegt hat, kann man es zumachen und zur Seite legen. Super. Das ist ganz schnell getrocknet. Auf die Innenseite, Innenseitendesign, würde ich auch einfach hier und da ein bisschen spritzen. Aber das kann man auch einfach machen, dann ist das nämlich gut. Da auf die Innenseite könntet ihr einen von den großen Weihnachtssprüchen aus dem Set hier stempeln zum Beispiel. Also das mache ich gerne auf die Innenseite. Oder ein größeres Motiv, wenn ihr da was habt, wenn euch da was gefällt, was auch immer ihr möchtet. So, also hier ein bisschen... das war jetzt sehr nass, aber das macht nichts, dann ist die Farbe ein bisschen dezenter. Also hier unten... und da oben einfach so ein bisschen Spritzer und dann kann man da einfach drüber schreiben. Dann ist einfach nicht ganz so langweilig. Und ich würde wahrscheinlich hier noch innen was reinstempeln, ein bisschen von dem Gestrüpp, um das zu ergänzen. So, das ist zu viel Wasser, das würde ich nicht zumachen. Das heißt, da einmal drauf drücken und dann passt das auch. So, das wird jetzt hier trocknen gelassen. Das hier geht auch schon. Man kann das ein bisschen anföhnen mit dem Embossing-Föhn, der hat ja zwei Stufen, die eine ist nur zum Trocknen. Allerdings, wenn man damit drauf föhnt, dann wölbt es sich natürlich noch mehr, als es jetzt schon ist. Deswegen gucke ich mal, ob es bis nachher schafft, Luft zu trocknen und wenn nicht, können wir da immer noch was dran ändern. So, das kommt alles zur Seite. Dann kann ich meinen Untergrund wieder wechseln. Die Stempelkissen können auch zur Seite. So, das kommt da hoch. Wunderbar. Und jetzt arbeiten wir mit dem zweiten Produktpaket, nämlich mit dem Banner, das hier drauf ist. Ich zeige es nochmal. Da. Das hatte ich im Auspackvideo schon angekündigt, dass ich einfach ein großes Banner da drauf setzen werde. Dann ist die Karte nämlich voll. Da muss man nämlich echt nichts machen. So, das Banner kommt aus dem Produktpaket Weihnachtsbanner. Habt ihr drei sogar zur Auswahl. Ich habe natürlich dieses hier etwas zentrierter, dieses etwas kompaktere genommen, um das da drauf zu setzen. Und das habe ich gestempelt hier. Es gibt natürlich auch wieder die passende Stanzform. Auch da ist noch Gestrüpp drin extra, dass man drumherum setzen könnte. Also theoretisch würde auch nur dieses Produktpaket reichen. Dann hier so ein besticktes Rechteck und dann einfach mit dem Gestrüpp aus dem Set arbeiten. Kann man auch. Aber ich fand es halt besonders schön, dass das so geprägt ist. So, und was ich gemacht habe, ich habe hier erstmal den Stamparatus. Ich habe hier meinen Banner. Und dann kann ich das hier reinsetzen. Das ist natürlich das Papier in Vanille. So, mach das hier fest. Und ich nehme Aquamarin. Das soll ja die Farbe sein, die am meisten vorkommt auf der Karte. So, und jetzt sieht man zum Beispiel hier, auch super Vorführeffekt, das ist viel zu blasig. Also da sind ganz viele so kleine Bläschen. Das ist nicht schön nachher für den Abdruck. Der wird nämlich so streifig. Das liegt daran, dass ich das Stempelkissen erst frisch nachgefüllt habe. Und dann nehme ich jetzt einen Acrylblock und ziehe den hier mit ordentlich Druck über mein Stempelkissen drüber. Und dann drückt es, ihr habt gesehen, die Farbe ändert sich, die Stempelkissenfarbe drückt es nämlich dann so ins Stempelkissen rein. Und dann ist da an der Oberfläche weniger und dann sieht man, ist der Effekt ein ganz anderer. Ne? Jetzt hat es fast keine Bläschen mehr. So ein kleines bisschen Bläschen hat man da immer, weil auf diesen ganz flächigen Photopolymerstempeln geht das einfach nicht weg. Das macht aber nichts. Da drückt man einfach hier sehr gleichmäßig drauf. Also nicht mit viel Druck, aber schön gleichmäßig drauf und eben kurz halten. Dann aufmachen und dann sollte euer Motiv wunderschön sein und hat eben keine so eine Bläschenstruktur, die man eben sonst kriegt. Das hier sollte man abwischen, bevor man reingreift. Gut. So, und den Spruch, den ich reingemacht habe, der ist nicht aus dem Banner-Set, weil ich da fand tatsächlich... diese Sprüche hier schöner, dann habe ich einfach diesen Spruch hier genommen, ein fröhliches Weihnachtsfest von uns für euch und ich habe den Stempel einfach genommen und ganz frech auseinandergeschnitten, mit einer Schere. Das tut dem Stempel nicht weh, also hier ist noch die letzte Zeile unten übrig. Einfach schön, ihr könnt, also ich habe die ganz normale Stampin' Up Schere, hier diese kleine genommen, aber wenn das euch noch zu groß ist, könnt ihr euch eine Nagelschere holen oder was und einfach den Stempel auseinanderschneiden. Den kann man jederzeit wieder genau zusammen positionieren, indem man einfach die Puzzlestücke wieder zusammenpuzzelt. Auf dem Block hält es ja sowieso alles auf einmal. Aber ich habe es eben auseinandergeschnitten und dann hier oben positioniert. Das habe ich vorher schon mal gemacht. Und dann passt das hier nämlich genau in die Karte. Nicht in die Karte, in den Banner rein.
Und ja, nachdem es Photopolymerstempel sind, kann man die eben auch biegen. Also die sind ja hier im Original gerade und ich habe die einfach gebogen, dass die in diese Form von dem Banner reinpassen. Das ist nicht ganz trivial, da muss man ein bisschen rumzirkeln, bis das passt, ein bisschen ausprobieren. Aber kriegt man hin, ist nicht schwer. Und so kann man aus jedem geraden Stempel einen gebogenen machen. Und übrigens natürlich auch aus jedem gebogenen einen geraden. Also wenn ihr einen Spruch habt, der so leicht gewölbt ist, warum auch immer, es gibt manche Sets, da sind die gewölbt, weil die zum Beispiel in irgendeine Kurve passen sollen oder sowas, dann könnt ihr die immer auch einfach gerade biegen und in ein gerades Banner reinstempeln. Und genau, deswegen, das ist einer der Vorteile von den Photopolymerstempeln. Ich stempel hier jetzt mit Versamark. Ich habe gerade mit meinem Embossing Buddy das Papier ein bisschen bearbeitet. Vor allem, weil wir ja gerade eben vollflächig gestempelt haben, ist ja noch ein bisschen feucht und da hilft der Embossing Buddy geben. So, und auch hier wieder schön gleichmäßig drücken, aber nicht einfach draufzimmern wie ein Idiot, weil dann verschwimmt quasi der Abdruck. Dann wird er nicht mehr so schön fein, sondern dann fletscht es einfach so überall raus und das ist dann nicht so schön. So, das kommt zur Seite. Und ich nehme goldenes Embossingpulver, weil es ist eine Weihnachtskarte und ich habe es nicht geschafft, ohne Metallic drauf zu arbeiten. So, ein fröhliches Weihnachtsfest. Und eben genau in der Kontur von dem Banner, obwohl es eigentlich gar nicht dafür gemacht war. Und ich fand, diese kursive Schrift passt sehr gut in diesen Banner rein. Dann schmelze ich das einmal ein. Ich glaube, da lasse ich euch mal die Originalgeschwindigkeit drin und mache nur den Ton ein bisschen leise. Wunderbar. Der Föhn ist ein guter Trick. Mein Papier hat sich so ein bisschen nach oben gewölbt und wenn ich es dann von der Rückseite föhne, wölbt sich es einfach wieder zurück und dann muss ich mit den Händen gar nicht nachbiegen, sondern macht das alles die Hitze für mich. Funktioniert wunderbar. Jetzt sehe ich nur gerade, dass hier nicht gut koloriert ist. Das wird man nachher sehen und das möchte ich nicht, weil sich eben der Farbton sonst ein bisschen beißt. Das wird, ich vermute mal, das war das Minzmakrone. Ich tupfe hier das, ich glaube, das mache ich jetzt einfach in einem Schnitt. Ich tupfe hier noch ein bisschen rein, damit ich das, weil ich das vergessen habe. Und ich stanze noch den Banner mit den passenden Stanzformen aus. Und dann sehen wir uns wieder zum Zusammensetzen. Kleine Anmerkung aus dem Schnitt. Die Stanzform für das Banner ist nicht punktsymmetrisch. Das bedeutet, wenn die nicht passt und ihr das merkt beim Ausstanzen, dann einfach um 180 Grad drehen, dann passt es wahrscheinlich. Also einfach, es gibt ein Oben und ein Unten. Ihr könnt auch auf die Rückseite von der Stanzform einen kleinen Punkt drauf malen mit einem Edding oder sowas, damit ihr immer wisst, wo oben ist. Und damit sind alle Einzelteile fertig, dann brauchen wir einfach nur noch zusammensetzen. Jo, zuerst, hier ist das Innenteil, das ist das bestickte Rechteck, das in den Stanzformen mit dem Gestrüpp drin ist. Ich habe mich jetzt für Vanille entschieden, einfach nur, weil es zur Basis passt. Aber wer zum Beispiel noch ein kleines bisschen mehr Gold haben möchte, kann zum Beispiel auch dieses Vintage-goldene Papier zum Beispiel nehmen. Sieht auch sehr cool aus, aber war mir ein bisschen too much dafür, dass auf der Karte sonst farblich nicht so viel los ist. Die ist ja sehr zurückgehalten farblich. Genau. Hier sieht man übrigens, was ich ursprünglich vorhatte. Ich wollte noch so ein bisschen Gestrüpp draufsetzen. Also das hätte ja zu dieser grünen Kombi ein bisschen besser gepasst. Also das ist zum Beispiel der Weihnachtsstern aus dem Set. Und der würde halt super gut noch dazu passen. Dann müsste man hier einen schmaleren Spruch nehmen oder was. Aber ich wollte ja mit dem Banner arbeiten. Dann hat sich das einfach nicht mehr ergeben. Ich wollte auch hier aus diesem Vanille- und goldenen Geschenkband noch was drum machen. Also das wäre bestimmt toll zu kombinieren, aber ich habe einfach den riesigen Banner draufgesetzt und dann ist da halt gar kein Platz mehr, was mir, um ehrlich zu sagen, entgegengekommen. Also ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, mich mal nicht zu verkünsteln, sondern einfach an der Stelle gesagt habe, nee Tim, das ist völlig in Ordnung, dass du einfach nur zwei Sachen übereinander klebst. Ja, also ich hoffe, dass die Leute, vor allem die Anfänger unter euch, das glücklich macht, wenn ich mal was veröffentliche, was nicht so mega over the top ist. Ich erwische mich ja selber immer dabei, wie ich denke, ach, jetzt ist das Projekt ganz nett, aber man könnte ja noch und dann eskaliert es. Ja, seht ihr ja oft genug in meinen Videos, wo es dann endet. Aber es ist ja auch mal schön, was Einfacheres zu haben. Insbesondere, wenn man dann irgendwie mal eine Karte macht für, keine Ahnung, Leute auf der Arbeit oder was auch immer, so Leute, die eine nette Geste brauchen, aber wo man eben nicht eine Stunde in jede Karte rein investieren möchte, sondern die einfach ein Kärtchen bekommen und damit hat sich es dann auch. Und dafür ist das ein super cooles Projekt. So, jetzt kommt das da drauf und muss ich sagen, sieht ganz cool aus. Ich stehe total auf so
Blätter in aquatischen Tönen, wenn die leicht ins Bläuliche gehen. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön. Aber wenn das euch zu unnatürlich ist, dann könnt ihr natürlich auch einfach die klassische grüne Variante machen. Oder ihr geht ganz crazy und macht es in pink oder so. So, jetzt müssen wir nur noch aufkleben. Hier sind die, die Dimensionals. Die kommen aus dem Set. Nicht wundern, mein Bogen ist ein bisschen größer als eurer. Da klebe ich einfach hier 5 auf die Rückseite. Ziehe das ab. Und papp das hier drauf. So. Und jetzt meldet sich gerade meine Kamera. Ich sollte mal den Strom anstecken. Bis gleich. Gut, dann haben wir auch das. Übrigens könnte man die Kartenbasis, also ich habe mein normales 14,5 Maß genommen. Ihr könntet auch auf 14 gehen. Dieses Ding hier ist natürlich als amerikanische Kartenmaß angebastelt, deswegen das hätte das auch verkraftet, dass man links und rechts ein kleines bisschen wegschneidet, aber dann sieht es so gequetscht aus. Also ja, das Ding hat jetzt links und rechts mehr Platz als oben und unten, aber damit sieht es insgesamt, finde ich, ein bisschen entspannter aus, als wenn man das so ganz knapp bis an die Kante machen würde. Deswegen habe ich mich entschieden, dass das ruhig ein bisschen Platz zum Atmen bekommt. So, und das ist es. Und wie gesagt, hier könnte man jetzt, das passt natürlich jetzt nicht mehr von den Farben hier mit dem Grünton, aber hier könnte man auch was anderes arrangieren. Aber ich habe mich jetzt einfach für dieses Banner entschieden. Das kommt oben drauf und damit ist die Karte nämlich durch. Da setzen wir auch nochmal Dimensionals drauf. 1, 2, 3, 4. Könnt ihr auch halbe nehmen, könnt ihr auch die Minis nehmen, wie ihr wollt. So. Und dann wird das aufgesetzt. Auch möglichst gerade. Jo, passt. Und jetzt kommt noch ein kleines bisschen Glitzy drauf, einfach nur, damit es nicht ganz so nackig ist. Da könnt ihr setzen, was auch immer ihr wollt. Die klassischen Strasssteine sehen zum Beispiel auch einfach gut aus. Oder der Perlenschmuck bunter Schimmer, der würde auch super aussehen. Ich habe mich für die festlichen Perlenakzente entschieden. Die sind in Gold, Silber, in Rot und in Celadon. Und das Celadon würde, glaube ich, obwohl es hier nicht drin ist, trotzdem gut passen. Weil es ja auch so ein aquatisch-bläuliches Grün ist, was einfach nur sehr dezent ist. Ja, die sehen trotzdem super aus hier auf dem Projekt, obwohl Celadon offiziell gar nicht mitspielt. Ihr könnt auch, wenn ihr die nicht habt, mit einem Stampin' Blend die Perlen, die ihr habt, den ganz normalen Basic-Perlenschmuck, kann man einfärben. Dann kann man eben auch zum Beispiel das Aquamarin benutzen, was man hier genau verbraucht hat. Ja, oder ihr klebt einfach drauf, was euch glücklich macht. Oder ihr lasst einfach sein. Die Chancen oder die Möglichkeiten sind ganz die euren. Macht einfach was draus, was ihr hübsch findet. Gut, und damit ist es das fürs heutige Video. Es ist nur ein kurzes, aber es hat mal wieder länger gebraucht und ich finde im Moment keine Zeit. Also es tut mir furchtbar leid, dass es schon wieder bis Montag gedauert hat und auch noch Montagabend, bis es rausgekommen ist. Ich gucke mal, dass ich meinen Workflow ein bisschen hinkriege. Ganz genau. Gut, und dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und vielleicht habt ihr mal wieder sogar was gelernt. Wenn ihr es nachbastelt, schickt mir unbedingt ein Bild auf Instagram per E-Mail oder auch seit neuestem auf WhatsApp, steht unten in der Videobox, in der Beschreibung drin. Und wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.